Hallöchen, meine Freunde. Ja, das, was ihr gerade gesehen habt, ist der offizielle Teaser zur Truck Simulation 19 oder zum Truck Simulator 19, was unter dem Motto Drive the Original läuft. Und das ist ein neuer Truck Simulator für mobile Endgeräte, sprich für iPhone, iPad und Android. Das wird wie folgt geschrieben: der Spiele-Publisher Astragon Entertainment und das Entwicklerstudio UUB freuen sich heute offiziell, die mobile Truck-Simulation Truck Simulation 19 ankündigen zu dürfen und laden gleichzeitig interessierte Truck-Fans zur Teilnahme des Beginning Closes Beta-Tests ein. Das ist mittlerweile schon wieder rum. Truck Simulator 19 wird im vierten Quartal 2018 als Nachfolger des erfolgreichen Mobil-Games Truck Simulation 16 für iPhone, iPad sowie Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem erscheinen. Im Vergleich zum Vorgänger wird Truck Simulation 19 Fans PS starker Zugmaschinen noch einen umfangreicheren Managementanteil, zahlreiche neue Features sowie eine stark verbesserte Grafik bieten. Und wie im Titel des Spiels bereits erahnen lässt, dürfen die virtuellen Trucker zudem über ein authentisches USA-Setting sich freuen. Drive the Original, unter diesem Motto können sich LKW-Liebhaber in Truck Simulation 19 schon bald hinter das Steuer original lizenzierter Trucks der beliebtesten US-amerikanischen Lastkraftwagenherstellers Kenworth und Mack setzen. Im echter Trucker-Manier wird dann ihre Aufgabe sein, die abwechslungsreichen Landschaften und typisch amerikanischen Highways einer riesigen, durch Updates nach und nach freigeschalteten Open-World-Karte zu erkunden, die nahezu die gesamte USA abdecken wird. Das wichtigste Ziel der virtuellen Trucker ist hierbei natürlich Transportieren von unterschiedlichen Gütern in ihren jeweiligen Bestimmungsort. Bevor sie doch offiziell auf die Straße geht, laden Astragon Entertainment UU interessante Spieler im Zeitraum vom 6. Gut, das ist dieses, wie gesagt, dieses Closed-Beta-Ding, was eh schon weg ist. Wie gesagt, Truck Simulation 19 erscheint voraussichtlich im 4. Quartal 2018 für iPhone, iPad sowie Smartphones und Tablets von Android-Betriebssystemen. Das sollte es die kleine Info hier dazu gewesen sein. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, denn ich habe ja die Möglichkeit, wie gesagt, mobile aufzunehmen. Wie gesagt, ihr habt einen kleinen Teaser gesehen und auch ein paar Screenshots. Mehr gibt es allerdings auch nicht dazu zu sagen, weil das wurde leider auf der Gamescom nicht direkt vorgestellt. Aber dieses kleine Infovideo wollte ich euch nicht vorenthalten. In dem Sinne, ich bin erstmal raus. Däumchen da lassen nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Und bis denne, haut rein. Tschüdelü.